Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hayley's Lost Farm. Und ich bin schon wieder lost, weil... Also ich habe hier angefangen, Steine zu sammeln, ja? Wie in der letzten Folge besprochen, ja? Jetzt frage ich mich, warum macht er den Boden da unten drunter so anders? Was tut der da? Oh Junge, Alter, wie fahre ich denn? Na, Hauptsache die Steine sind weg. Was tut der? Tut der irgendwas Nützliches? Macht der da irgendwas? Nimmt er mir irgendeine Arbeit ab, die ich nachher nicht mehr machen muss? Was tut er da? Kann mir das einer sagen? Kann mir das bitte einer in die Kommentare schreiben? Weil ich meine, beim letzten Mal Steine sammeln, als ich dieses kleine Drecksding hatte und das absolut nicht funktioniert hat, beziehungsweise ich halt ein bisschen Hass empfunden habe, ein bisschen. Ja, da war das doch nicht, oder? Warum tut er das? Ich fahre so schrecklich. Ich weiß. Ich weiß doch. Aber warum tut er das? Kann mir das mal bitte irgendwer bitte erklären? Weil das verwirrt mich. Was? Aber, also ich hätte es ja verstanden, wenn der jetzt irgendwie was grubbert oder so. Mit diesen Walzen da vorne dran. Oder es walzt. Aber es bringt ja nichts zu walzen vor der Ansage, oder? Ich wüsste auf jeden Fall gerne, was der da tut. Weil es verwirrt mich einfach nur maximal. Ist dem sein Job nicht einfach nur, Steine aufzusammeln? Oder bohrt der quasi in den Boden rein, nimmt die tiefsten Steine aus dem Boden mit raus? Oh no, das war nicht so schön. Aber es sind... Das war doch beim letzten Mal, ne? Doch, da war das auch, aber da war der Boden schon so dunkel. Hm, wahrscheinlich. Ja, holt der da die Steine vielleicht aus dem Boden raus? Also die, die noch da ganz tief drin sind. Und macht dieses Gerät dann quasi im Vergleich zu den anderen, dass ich nicht so viele Steine danach wieder bekomme? That is my question. I want to know. Bitte sagt es mir. Ich fahre jetzt hier im Kreis. Aber ich habe fast alle Steine weg. Okay, im Kreis fahren ist dumm. Hast verstanden. Ich hab's doch verstanden. Ich hab's doch verstanden. Das verwirrt mich. Warum tut der das? Warum? Warum nur? Was macht der mit meinem Boden? Das macht mich fertig. Das verwirrt mich, seit ich losgefahren bin. Ich weiß nicht, was er tut. Und ich weiß vor allem jetzt halt auch nicht, ob das notwendig ist. Ich will hier mit dem Teil ja eigentlich nur Steine sammeln. So, und jetzt bin ich an Stellen nicht drüber gefahren. Da liegen aber auch keine Steine. Muss ich da jetzt noch drüber? Muss ich da jetzt noch drüber? Ich muss meinen inneren Monk ein bisschen abschalten hier. So, da liegen noch Steinchen. So, und da hinten liegen auch noch welche. Die hole ich mir noch schnell. Oh, und ich habe noch eine Frage, liebe Leute. Ich habe noch eine Frage. Die Steine nehme ich noch mit. Hallo. Warum nimmst du die? Ach, lol, will da nicht tief gelockert ist an diesem Eck. Ja, okay. Hab's verstanden. Ich habe noch eine Frage, aber zuerst hole ich hier mein Saatzeug. Ich mache hier kurz 3, 2, 1. Tada! Da sind wir wieder. Sind wir eben geholt. Jetzt warte mal. Zellmaschine einschalten. B. Düngt das automatisch? Oh ja, das düngt automatisch. Es düngt automatisch. Es düngt automatisch. Geil. Okay. Ich mag dieses Teil. Hafer. Ich wollte doch Raps. Kann ich jetzt noch umschalten auf Raps? Gut, dann mache ich jetzt halt Hafer. Von mir aus. Haben wir halt nochmal Hafer. Ich meinte aber, das war Raps, was letztes Mal so viel Geld gegeben hat. Genau. Ich hatte noch eine Frage, ihr lieben Leute.
Auf die Idee kam ich nämlich, als ich die Steine gesammelt habe. Zum Thema Kalk, den ich mir jetzt ja dummerweise schon gekauft habe. Aber man kann doch Steine zu Kalk machen, gell? Das geht doch. Kann man Steine auf jeder Map zu Kalk machen? Oder ist das ein Mod? Ist das ein Add-on? Ist das keine Ahnung? Oder geht das einfach immer und überall? Und ich habe es einfach nur noch nicht gefunden. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Weil das wäre natürlich dann schon spannend. Und vor allem auch, wie genau das funktioniert. Ich fahre das vermutlich im Hänger dahin. Und muss das ja dann irgendwie wieder als Kalk mitnehmen. Geht das im Hänger? Nee. Kalk geht doch dann nicht im Hänger, oder? Wie funktioniert denn das? Lasst es mich doch wissen, bitte. Und ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir hatten es in der letzten Folge von den Paletten, die ich ja irgendwann bearbeiten muss und oder halt aufladen muss und so. Jetzt ist meine Frage, ist es sinnvoller, einen Gabelstapler oder dieses andere Ding mit zwei Spießen zu holen, dieses kleine? Oder macht es von vornherein mehr Sinn, einen gescheiten Bulldog zum Kaufen, der vorne einen Frontlader dran hat? Weil da kann man ja die verschiedenen Aufsätze kaufen oder mieten. Das heißt, wenn ich jetzt, also in meinem Hirn macht es mehr Sinn, einen Bulldog zu kaufen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bulldog mit Frontlader dann irgendwann habe, ne, und ich kann meine Paletten da hin und her schieben, wunderbar, super schön, dann kommen wir zum Thema der Steine wieder. Ich kann ja dann einfach so eine Schaufel als Aufsatz mieten oder kaufen und kann die dann schön in so einen Anhänger reinkarren. Das wäre doch voll praktisch. Das wäre doch viel praktischer, als mir so ein kleines Gabelstapler-Ding zum Kaufen oder was. Und dann habe ich aber das Problem, dass ich die Steine nicht aus dem Weg kriege. Ich meine, ich lade die schon immer wunderschön auf meinem Hof ab. Wohl wissend, dass ich die zu Geld machen kann oder zu Kalk. Aber wäre ja dann blöd, oder? Oder kann man für die kleinen Dinger auch Aufsätze kaufen? Nee, oder? Kann ich auf dem Gabelstapler keine anderen. Es gibt kleine Frontlader, ja. Es gibt kleine Frontlader. Man könnte das mit einem kleinen Frontlader auch, oder? Kann man da auch verschiedene Aufsätze für vorne drauf kaufen? Passen die da drauf? Oder nicht? Ich weiß, es fällt kaum auf. Aber wenn ich LS spiele, dann habe ich ein paar Fragen, die sich in meinem Hirn dann so ergeben. Es ist, ohne Witz, dieses Spiel ist Gehirnjogging für mich. Es ist nicht leicht. Aber ich schwör's euch, eines Tages hab ich das schon richtig drauf. So ist es. So, nächste Überlegung, an der ich jetzt gerade bin, walz ich oder nicht? Es müsste gewalzt werden, aber die Frage der Fragen ist, ob sich das lohnt. In Anbetracht der Kohle, die ich noch habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Walzen waren schon auch ein bisschen teuer. Ich bin übrigens sehr glücklich, dass der Dünger nicht so schnell leer wird. Genauso wie das Saatgut. Das ist ein Traum. Wie teuer? Jetzt warte mal schnell. Wie teuer? Walzen hätte ich gerne. Hallo? Excuse me. Ich hätte gerne Walzenzeug, das hier irgendwo da. Gar nicht teuer. Nein. $2000 Miete. Ich zahle ja für den Steinesammler schon $2000 Miete. Nee. Dafür, dass mir die Walzen nicht viel bringt. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum wir nur diese zwei Walzen haben.
Es muss doch irgendwo diese kleine rote auch geben. Das kann doch nicht sein, Mann. Die ist bestimmt auch günstiger. Also bei mir scheitert es echt an der Walze. Aber ich gebe doch dafür, dass das ja am Boden ertragt. Mir ist klar, dass das wichtig sein sollte. Ja, macht Sinn. Aber dafür, dass es in diesem Spiel am Ertrag prozentual nicht so sonderlich viel verändert. Das gibt ein paar Prozent. Nicht die Welt. Ist mir das zum Mieten noch zu teuer? Geschweige denn zum Kaufen für 40k. Also das mache ich wahrscheinlich eher mal dann, wenn ich halt so ein bisschen Geld übrig habe. Oder ich sage, ja, das eine Ding fehlt mir jetzt halt noch. Warum ist denn da mein Boden noch so ugly? Ah, das war aber vom Steinesammler, gell? Das war nicht vom Tiefenlocker. Nee. Also gut, es ist zu teuer. Oder? Also ich würde sagen, nee. Aber ihr dürft mir bitte gerne eure Meinung dazu schreiben. Würdet ihr sagen, wir behalten bitte im Hinterkopf, dass ich keinen Kredit aufnehmen möchte, sondern mir alles taktisch erwirtschaften möchte. Und ich jetzt zum Beispiel auch einfach sage, ich fände es jetzt wichtiger, irgendwann eine Mähmaschine zu haben, Tiere zu haben, weil mit Tieren macht man Geld. Und so weiter und so fort. Würdet ihr da jetzt walzen? Würdet ihr? Oder eher nicht? Also ich finde das halt ein bisschen sinnlos. Das macht... Ich weiß nicht, Ela hat mal den Prozentsatz gesagt. Also das ist echt nicht viel, was das ausmacht. Und ja. Das würde mich brennend interessieren. Aber ich glaube, ich mach's nicht. Ich lasse mich überlegen. Ich habe getiefenlockert, ich habe Steine gesammelt. Ich habe gesät und gedüngt. Jetzt heißt es eigentlich nur noch, dass ich hier mit meiner Unkrautmaschine drüber muss. Das lasse ich euch aber tatsächlich auch noch in dieser Folge miterleben. Ich mache hier mal fertig und dann gucken wir mal mit dem Unkrautgedüngs. So, da sind wir auch schon wieder. Haha. Ich habe fertig gemacht. Ich striegel jetzt hier drüber, damit kein Unkraut mehr da ist. Und dann würde ich jetzt mal noch ganz kurz, eigentlich richtig brennend interessieren würde es mich, wie denn hier jetzt mein Dings ausguckt. Im Wachstum. Grün. Haben wir hier sonst irgendwas? Nö. Was ist da noch gegrubbert? Da ist noch was. Ein bisschen blau. Oder? Auf jeden Fall sieht das ja nahezu perfekt aus. Oder? Warte mal, wie schaut's denn hier? Warte, hört mir hier das... Achso, Bodenbeschaffenheit. Okay, ja, muss gewalzt werden, verstehe ich. Thema hatten wir schon. Da sind wir raus. Das machen wir nicht. Unkraut wird mir bis jetzt noch gar keins angezeigt. So wirklich. Aber jetzt gucken wir mal. Hier stand eben... Perfekt. Oder? Ja, genau. Hier ist Unkraut wachsend. Muss gestriegelt werden. Hier ist es weg. War es zumindest eben noch. Ja. Wunderbar. Genau. Das heißt, mein Boden sieht sonst gut aus. Achso, Kalk könnte man mal anmachen. Düngt ist es auch. Muss gewalzt werden. Auch. Gemulcht wurde es nicht. Steine sind weg. Ein Traum, Leute. Ein Traum. Ein Traum. Das heißt, das sieht sehr gut aus. Ich muss hier eigentlich nur noch ein bisschen drüber striegeln. Und dann sind wir hier durch. Kleine Frage am Rande. Kann man die Büsche wegmähen? Oder stehen die da am Weg? Wenn ich jetzt da mit dem Mäher drüber fahre. Ist gut oder schlecht? Ich muss jetzt auch mal ein bisschen schauen. Ich habe vorhin gesehen, irgendwie... Was war es? Der Striegel oder irgendwas... Hat schon ziemlich viel Schaden. Muss wahrscheinlich bald repariert werden. Das muss ich in meinem ganzen Geldkonstrukt hier ein bisschen mit einberechnen. Dass meine Sachen hier vielleicht nicht die besten sind. Und dass man die auch irgendwann reparieren muss. Aber ich hoffe, ihr weist mich da rechtzeitig drauf hin. So. Ich schiebe das jetzt auf euch ab. So ist es. So. Das war's aber, meine lieben YouTuberinos. Ich bin fertig mit hier. Ich striegel das jetzt noch durch.
Und das war's für dieses Video. Ich habe jetzt heute extra versucht, irgendwie ein bisschen mehr reinzupacken und die Arbeitsschritte, weil die Arbeitsschritte sind ja doch ein bisschen interessant, ne? Auch ob ich das auf die Kette kriege. Aber wenn ich jetzt dieses Feld ewig auf und ab fahre und irgendwann nicht mehr weiß, was ich erzählen soll, dann ist halt vielleicht ein bisschen blöd. Also auch für euch, meine ich jetzt. So. Und wenn ihr halt wisst, okay, jetzt tiefenlockert sie und dann in den nächsten 3 Videos passiert nur was auf diesem Feld, ist ja dann schon auch ein bisschen, weiß auch nicht. Ich will nicht, dass das für euch dann irgendwie langweilig ist. Schreibt mir doch mal nochmal auch in die Kommentare. Ihr sollt so viele Kommentare schreiben, Alter. Nehmt euch für die nächsten Videos einen Notizzettel, echt, und schreibt einfach während des Videos mit. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr so das findet, ob es euch zu langweilig ist, ob ihr das gut findet, wenn ich die Schritte versuche ein bisschen zu cutten und euch halt mehr in ein Video reinhau, oder wollt ihr lieber sehen, wie ich übers ganze Feld oder erst mit meinem Tiefenlockerer und dann mit meinem Steinesammler und dann mit dies und mit das. Erzählt es mir, ich will es unbedingt wissen. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!